Hallo und willkommen zu Nummer 19 unserer Let's Plays von Myronor, das schwarze Auge, Myronor, die ewige Marder, erster Teil der Wächter des Imperiums-Kampagne. Das waren jetzt sehr viele Titel hintereinander. Also es ist die Kampagne, die wir schon seit 18 Folgen spielen und jetzt die 19. Ihr seid unterwegs auf einem Luftschiff. Ihr seid Steff, Anselm und Jenny, die spielen einen Shingwa, einen Torwaller, der sich verirrt hat, und eine ehemalige Soldatin aus dem Imperium in Myronor. Und euer nächster Auftrag ist? Wir sollen nach, jetzt habe ich mir den Namen eben gerade aufgeschrieben, Keraparas, um die Schülerin von Esquinion zu finden. Genau, ihr habt nämlich einen Verbündeten. Ja, genau. Ihr habt einen Verbündeten gefunden, Esquinion, einen begabten Chimerologen, der euch auch weiterhelfen wird, aber der sich dafür ausbittet, dass ihr euch um seine Ziehtochter und Schülerin kümmert, die ihm mehr oder weniger einfach entführt wurde vom Rest seiner Familie. Da scheint böses Blut vorzuliegen. Und es geht nach Keraparas, wo es wohl auch eine gute Chance gibt, sich den Leuten seiner Familie anzunähern, denn die haben die nächsten Tage im Rahmen eines größeren Festes in der Stadt ihren Chimärengarten geöffnet für interessierte Gäste. Genau. So, und genau, wir sind uns ja übereingekommen, dass wir mit unserem Luftschiff etwas außerhalb der Stadt landen, um nicht sofort Aufsehen zu erregen. Ganz kurz als Erinnerung, wer ist alles auf diesem Luftschiff? Neben uns dreien ist dann noch die Crew. Haben wir natürlich die Kapitana Karana, eine Ammonierin namens Jaraba, den Leonir Schaunor und ich nenne sie jetzt mal die fliegende Frau Aliadara. Und Shingwa 1. Wie konnte ich den vergessen? Boschlich. Der Boschlich. Schiffsjunge. Genau. Der Schiffskameleon. Und was haben wir mit Esquirion gemacht? Esquirion ist auch noch da. Der ist auch da. Und der will auch nicht in die Stadt, weil er sich nicht in der Nähe seiner Familie sehen lassen darf. Das Gefühl kennen wir alle. Ich nicht. Sagt derjenige, der ganz weit von zu Hause weg ist. Gut, das heißt, ihr setzt das Luftschiff außerhalb der Sichtweite des Ortes auf. Mhm. Genau. Wen wollt ihr denn alles mitnehmen? Es geht so ein bisschen Unruhe. Karana scheint relativ selbstverständlich davon auszugehen, dass sie mit in den Ort darf. So, ach, da ist eine Feier, da gibt es sicher was zu trinken. Ja, das ist ich der Kapitana jetzt nicht widersprechen, muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Wie ist denn eure Meinung? Na, wie wollen wir denn vorgehen? Wir sind ja mittlerweile fast eine kleine Armee, also... Eigentlich ja. Wir können den also Ort in Kraft eine Armee nehmen. Ist relativ klar definiert und wir sind keine Armee. Mittlerweile ja eine mittelstarke Otter. Das heißt, wir können den Ort einfach im Sturm einnehmen, befreien die Schülerin und gehen wieder. Das scheint mir ein guter Plan zu sein. Ich bin für ein dezenteres Vorgehen. Was glaubst du, wie groß dieser Ort ist? Ich weiß nicht, 25 Leute. Oh, hängen da mal ein paar Nullen hinten dran. 25 plus 0 sind immer noch nur 25. Das ist Torvaler Rechnerei. Weißt du, was multiplizieren heißt? Ich glaube nicht. Lori hat halt nicht runtergeschaut, als wir gelandet sind. Sonst hättest du die Ausmaße nicht. Ich habe geschlafen, hätte ich vielleicht auch machen sollen. Multiplizieren ist etwas, das anderen zustößt, seiner Meinung nach. Na gut, diese Idee scheint nicht auf die Gegenwart zu treffen. Deutlich mehr als 25. So, viel sei Dank, viel Feind, viel eher. Aber es sind ja gar nicht mal so Feinde, oder? Wir können auch mit ihnen reden. Schick. Dann sollten wir vorsichtig vorgehen. Es wird voraussichtlich halt nur so sein, dass die Minadora nicht ohne weiteres freigegeben wird. Aber vielleicht können wir zuerst mal mit ihr Kontakt irgendwie aufnehmen und ihr erklären, warum wir da sind und ob sie vielleicht auch eine Idee hat, wie wir es herausfinden. Mhm. Vielleicht will sie ja auch gar nicht weg. Ja, das Problem lösen wir, wenn es auftritt. Ja, aber wie gesagt, ich würde erstmal mit ihr versuchen, Kontakt aufzunehmen. Gut. Karana schnürt ihren Ranzen, hängt ihn sich über die Schulter. Dann? Wer bewacht das Schiff? Sind da noch genügend übrig? Der Rest. Ich dachte, du wirst vielleicht jemanden mitnehmen. Das kann jeder sich selber frei entscheiden. Ich dachte, wir sind hier nicht mehr unter militärischem Kommando. Ja, das stimmt. Wir sind auf der See gibt es eine Struktur, an Land sind alle gleich. Gut. Na dann. Komme mit, wer will. Ruf jetzt nicht den kollektiven Landurlaub aus. Was lässt du nicht? Du bewachst das Schiff. Das ist aber gemein. In Ordnung. Wir haben schon Shingwa 2. Wenn wir den verlieren, dann kommen wir zu dir. Ich will gar nicht mit. Kommt es von oben, von der geflügelten Frau. Also, Jaraba kommt von unter Deck.
glättet ihr Fell und ihren Schmuck. Du kommst mit. Ja, damit habe ich fest gerechnet. Gut, in die Zivilisation. Du hast einen Alternativplan zum Überfallen und Brandschatzen. Ich klang zumindest so. Brandschatzen, wir reden davon. Aber es ist ja zumindest eine öffentliche Ausstellung. Gut, also wir sind fünf. Ja. Das reicht. Oder wollen wir noch jemanden mitnehmen, der auch groß ist und Eindruck macht, weil er Flügel hat oder Klauen und Zähne? Wir sollten auch Leute mit Klauen und Zähnen auf dem Schiff lassen, um es zu bewachen. Das ist gut. Also ist der Leone ja eigentlich schon ganz gut positioniert. Je. Was wollte der eigentlich nochmal von uns? Karana hat sich inzwischen vom Schiff abgeseilt und ist auf dem Weg. Ja, gut, los geht's. Dem müssen wir doch bei seinen Familienproblemen helfen oder so. Ja, machen wir später. Gut, los geht's. Ja, fünf Leute. Ja, ihr wandert ein Stückchen durch die Wildnis, ohne dass ihr irgendwie behelligt werdet. Und der Ort ist auch schon sehr munter und mehr oder weniger direkt, als ihr euch dem nähert, sind schon die ersten Leute unterwegs, die Weidenzweige tragen und die oft mit bunten Wändchen umhüllt sind. Und manche davon scheinen jeweils einen nur bei sich zu haben, für irgendeinen Plan, unklar euch warum. Andere scheinen diese zu verkaufen und erzählen dazu immer, von welcher Weide sie stammen. Die steht nur so und so viel Straßen vom Tempelheiligtum entfernt und ist eigentlich ein Ableger von der ursprünglichen Weide. Haben alle so Weidenzweige? Nicht alle, aber viele. Lass uns auch so Weidenzweige kaufen. Da können wir uns tarnen. Schief. Das ist erschreckend, ja. Du hast wieder den gleichen Gedanken gehabt. Ich folge dir mal. Ja, wir kaufen Weidenzweige. Wir suchen irgendjemanden, der mehrere hat und die offensichtlich verkauft. Der erzählt euch auch wieder. Die steht am Fluss und ist vor 50 Jahren ein Ableger gewesen von der großen Weide und deswegen nur für ein paar Kupferstücke. Gut, sonst hätte sie auch nicht gekauft. Fünf Weidenzweige. Jawohl. Werden Zweige überreicht. Der Rabba schnüffelt an ihm. Ja, was machen wir jetzt damit? Gut, es scheint ja nicht so teuer zu sein, also bezahlen wir den einfach. Irgendwo auf. Minus irgendwas. Minus 12 Weidenzweige. Über so Kleinigkeiten müssen wir nicht exakt Buch führen. Gut, hier hat jeder einen Weidenzweig. Dankeschön, Dankeschön. Toi. Mit bunten Bändchen umwickelt. Den größten an den Schindler. Den größten an den Hingel. So. Und jetzt? Jetzt können wir uns unauffällig durch die Ortschaft bewegen. Als Tarnung mit einem Zweig funktioniert nicht. Ich kann mich ja nicht mehr dahinter verstecken. Bist du groß? Also, wollen wir diese Familie aufsuchen und offiziell vorstellig werden oder hintenrum, wie du gesagt hast? Ich würde hintenrum. Ich weiß zwar nicht, wo hintenrum sein wird, aber wir werden es finden, schätze ich. Ja, du kannst dich ja mal umschauen, oder nicht? Sie. Vielleicht finden wir erstmal raus, wo diese Familie ihr Haus, also ihr Langhaus hat oder so. Würde es sich anbieten, einfach mal den Leuten zu folgen, die wahrscheinlich schon mit den... Es gibt keinen klaren Strom, der sich irgendwie aus... Also der Eindruck ist, dass die Stadt voller ist, als sie sein sollte. Also offensichtlich sind viele Leute aus irgendeinem bestimmten Grund gerade hergekommen, die mit der Feierlichkeit zusammenhängen dürften. Und manche strömen in die eine Richtung, manche in die andere, manche sind irgendwie anders unterwegs. Also es ist relativ schwierig festzustellen, ob das ein gemeinsamer Zug in eine Richtung ist, sozusagen. Wenn sie eine Schülerin von unserem Pflanzenschimmerologen ist, vielleicht ist sie auch dann in dem Chimärengarten zu finden. Da könnten wir auf jeden Fall zuerst mal hin. Klingt gut, machen wir das. Sehr schön. Dann fragen wir auf jeden Fall nach dem Weg, wo es zu diesem Garten geht. Das ist überhaupt kein Problem, den Leute zeigen euch mehr oder weniger so. Ihr müsst einfach nur den Hügel hoch, das ist ein großes Anwesen und ihr haltet euch rechts und der Chimärengarten ist derzeit offen. Ah, sehr schön. Nachdem ihr euch diese Wegbeschreibung bekommen habt, gibt es dann aber auch eine etliche Frau mit vielen Weidenzweigen in der Hand, die vorbeikommen. Aber es ist gotteslästerlich, was die dort oben machen. Und dann aber ohne weitere Erklärung auch wieder weitergeht. Sehr schön. Aber wir haben zum Schutz unserer Weidenzweige dabei. Hat der alte Mann uns beschrieben, wie sie aussieht? Ich behaupte jetzt ja. Darf ich meinem Gedächtnis mal ein bisschen auf die Sprünge? Zumindest vage. Sie soll gut aussehen, schlank und blond sein. Na gut. Trifft auf einige zunehmend. Vielleicht gibt es ja davon nicht so viele. Gut aussehende, schlanke, blonde Damen. Ja. Also, die Weißen hier sind zu klein, also wird schon jemanden geben. Na gut, gehen wir in diesen Garten. Gehen wir in diesen Garten. Diesen Blumengarten da.
Der ist nicht schwer zu finden, vor allen Dingen auch aufgrund der Geräusche und Gerüche, die von ihm ausgehen, die äußerst exotisch und nicht unbedingt ganz angenehm sind. Das Gelände ist gänzlich eingezäunt mit hohen Metallzäunen, mit Spitzen. Und trotzdem stehen die Tore offen. Also es gibt auch große metallene Tore, die normalerweise offensichtlich mit einem schweren Schloss versehen sind, aber derzeit aufgeschoben sind. Und dort steht eine gelangweilte junge Frau, die tatsächlich blond ist, immerhin. Und die neben ihr befindet sich ein Wesen, das ungefähr vom Boden aus so hoch ist und einem sehr großen, aufrecht gehenden Hamster ähnelt, der eine kleine Tunika trägt und ein silbernes Tablett, auf dem lauter Naschereien liegen. Und der euch mit großen, etwas vorquellenden, schwarzen Augen anschaut. Ich weiß im Moment nicht, was ich niedlicher finde, die Naschereien oder den Hamster in der Weste. Also werde ich beides fasziniert anstarren. Der starrt zurück. Obwohl es nicht ganz klar zu sagen ist, wohin er schaut bei seinen großen Nageaugen. Ich glaube, ich habe den Klüpfaugen-Vorteil auf meiner Seite. Ich glaube schon. Du kannst deinen in unterschiedliche Richtungen hin. Ja. Obwohl, nee, Shingwei können das gar nicht. Nee, stimmt. Bei denen sind keine echten Chamäleons. Das tut mir leid. Auf jeden Fall kommt die junge Frau auf euch zu. Ihr seid also auch wegen dem Chimärengarten und einer Führung hier? Ja. Das ist ja hervorragend, dann kommt doch direkt mal mit. Was interessiert euch denn am ehesten? Irgendetwas, was gefährlich ist? Irgendetwas, was giftig ist? Etwas, was beides ist? Etwas, was euch beleidigen kann? Etwas, wo ein Mensch drin verarbeitet wurde? Alles. Ja, dann einfach hinter mir her. Sie greift zur Seite und nimmt sich ein paar von den Süßigkeiten von dem Tablett, des Hamsterdings, das neben ihr hin und her tippelt und dabei nicht besonders anmutig, aber irgendwie niedlich sein Schwänzchen dem dicken Hintern hin und her wackeln lässt. Sind die für Besucher oder für die Pflanzen? Was? Die Süßigkeiten. Die sind für mich. Welche Pflanzen? Wir gehen noch in einen Garten. Ein Chimärengarten. Das Wort Garten bezeichnet hier nur, dass es eine größere Anlage. Es geht ja nicht um Pflanzen, es geht um Tiere. Also es geht um einige Tiere, die auch teilweise Pflanzen sind, das stimmt. Dann lass doch mal beiläufig den Namen von ihrem Meister fallen. Da drüben sind auf jeden Fall Diamantschwarmäffchen. Die sind eine Quelle von einem sehr feinen Garn, das derzeit aber noch zu kratzig ist, um wirklich in die Produktion zu gehen. Ihr seht ein Gehege, wo mehrere Kletterbäume sind und auf denen ungefähr so große, mit einem sehr langen, feinen, fast durchsichtig erscheinenden Pelz versehene Äffchen herumklettern und die alle gleichzeitig den Kopf drehen, gleichzeitig sich vorwärts bewegen oder seitwärts bewegen wie ein Schwarm Fische, obwohl es offensichtlich kleine Säugetiere sind. Und im Sonnenlicht glitzert ihr Fell auch immer mal wieder zwischendurch wie ein Edelstein. Interessant. Wir sind noch am Überlegen, was wir hineinzüchten müssen, damit die Fellqualität angenehmer auf der Haut wird. Aber zumindest für Gobelins oder dergleichen ist das schon sehr geeignet. Ihr könnt euch das nicht leisten, also denkt gar nicht drüber nach. Weiter geht's. Vielleicht Kaninchen. Ja, und die Überlegung stand auch schon im Raum. Es gibt irgendwie so komische Langhaarkaninchen, aber erstmal drankommen. Dann könnte man sie auch essen. Einfach erstmal. Ja, da sind unsere Skorpiander. Ihr seht eine tiefe Grube, in der zwei Wesen sind, die aussehen wie riesige Skorpione, nur dass sie vorne keine Insektoidenköpfe haben, sondern Menschengesichter, die irgendwie mit schwarzem Chitin überzogen sind und anfangen, als sie euch sehen, hey, ihr da, hey, du, fette Sau, euch beleidigen und mit ihren Stacheln zucken. Ich glaube, der meint dich. Was hast du gesagt? Du Speckschwarte, hey, komm runter, ich esse dich. Sind die giftig? Sehr. Zumindest sind das diejenigen, die einen beleidigen, nehme ich mal an. Ja, korrekt. Soll ich ihm das Fürchten lehren? Nein, besser nicht. Es ist immer so ein Problem, wenn jemand aus dem Ort getötet wird hier oben, dann gibt es wieder Ärger mit dem Tempel. Schade, dass Stings das nicht sehen kann. Den würde das sehr interessieren. Ja, ich glaube, Miss Quinium würde das aber gar nicht gefallen. Meinst du, weil keine Pflanzen dabei sind? Ihr Blick richtet sich auf dich, als du Miss Quinium sagst. Ja, bitte. Gehen wir weiter zum Gassenhauervogel. Aber sie behält dich konzentriert im Auge. Ein Vogel, der irgendwie relativ bunt aussieht, aber plump und der den Schnabel öffnet, als er euch sieht und anfängt, mein Liebchen, es ging zur Stadt hinaus. Oh. Ja, dieser Vogel singt Volkslieder. Und wer kümmert sich um das alles hier? Naja, die meisten Leute wie ich, also Zöglinge der Familie, die noch nicht freigesprochen worden sind. Freigesprochen? Ja. Oh, ihr kennt euch nicht aus mit den Gepflogenheiten von Optimatenfamilien? Man muss einen gewissen Rang erreichen, um freigesprochen zu werden, um selbstständig arbeiten zu dürfen. Arbeiten
Das klingt total absurd. Jeder ist doch frei geboren. Außer wenn man zufällig Seminadora heißt, nehme ich mal an. Sie schaut dich jetzt. Ihr. Sie nimmt dich an meine Schulter, zieht dich um die Ecke, nimmt ein anderes Gehege und sagt: Woher kennt ihr meinen Namen? Und an dieser Stelle machen wir kurz eine Pause und sehen uns dann im nächsten Teil wieder. Die Spannung steigt.